Anja Kramer und Guido Heinz kommen aus dem Bereich Vermessung, Geoinformatik und sind am Römisch-Germanischen Zentralmuseum I, Leibniz Forschungsinstitut für Archäologie, im Arbeitsbereich wissenschaftliche IT, digitale Plattformen und Tools beschäftigt. Bei 3D-Digitalisierungen haben bei ihren Arbeiten eher die Dokumentation, die Analyse von Veränderungen und die Erstellung von Kopien Vorrang vor einer digitalen Modellierung und Visualisierung für zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind gespannt, was ihr zu berichten habt. Ja, vielen Dank, Robert. Dann fange ich mal an. Also ich hoffe, dass die Zusammenstellung so ist, dass ihr auch damit was anfangen könnt, dass es nicht zu technisch wird und dass es ist halt ein Werkstattbericht. Also ein bisschen Einblick zu geben, wie wir mit dem Thema umgehen, beziehungsweise sozusagen, wie wir uns bemühen, damit umzugehen. Weil das sind ja auch Sachen, die, haben wir eben schon gehört, noch nicht fertig sind oder nicht standardmäßig etabliert sind und auch die Art und Weise, wie es dann halt gemacht wird. Nur kurz nochmal zu unserem Haus. Also klassisch hatten wir immer diesen Namen nur Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Irgendwann kam dann dieser Annex noch dazu. Also im Endeffekt, wir sind halt ein Forschungsinstitut. Uns gibt es seit 1852 und wir sind international tätig, sind Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und da in der Gruppe von den Forschungsmuseen. Da gehören beispielsweise auch noch rein das Deutsche Museum, das Naturkundemuseum in Berlin und noch ein paar andere. Und Thema ist halt Archäologie und damit halt zu untersuchen und möglichst zu verstehen, was die Menschen früher mal sich bei bestimmten Sachen gedacht haben und warum sie so gehandelt haben. 3D und dieses RGZM. Also zum einen allgemein nimmt die Bedeutung von 3D-Daten halt zu. Wir haben seit vielen Jahren eine Kooperation mit der Hochschule in Mainz. Da gibt es neben dem Institut, von dem der zweite Redner dann auch kommt, das ist dieses AI, das ist also die Architektur, gibt es noch ein I3 Mainz, das ist also ein Forschungsinstitut, wo es, das nennt sich Institut für räumliche, für raumbezogene Informations- und Messtechnik, gibt es auch seit etwa 25 Jahren und diese Zusammenarbeit gibt es schon länger. Und Anja und ich sind, wie gesagt, auch beide kommen aus der Ecke, also haben Ingenieurshintergrund. Es gibt dann noch so ein Kompetenznetzwerk Mindset, also das nur zur Einbindung, warum auch jetzt so ein Museum dann auch relativ stark in Techniken drin da unterwegs ist. Ja, was wird digitalisiert? Ja, im Wesentlichen halt irgendwelche archäologischen Funde und Befunde. Die können aus der eigenen Sammlung sein, das können Fremdobjekte sein, die im Haus bearbeitet werden. Es können Referenzobjekte für Forschungsfragen sein, wo es um Spuren geht, um das Verhalten von irgendwas. Und wozu? Ja, im Wesentlichen halt Dokumentation, das hat man schon gesagt. Also wir sind jetzt nicht stark unterwegs, um neue Strukturen zu modellieren oder auch zu rekonstruieren. Und ein Thema, was auch bei uns immer wieder kommt, ist die berührungslose Erstellung von Kopien. Dazu nur ein Satz noch dazu. Also das Haus ist ursprünglich 1852 gegründet worden, um Kopien zu machen und die zu sammeln und damit Referenz- bzw. wissenschaftliche Vergleichssammlungen zu erstellen, die damals den Leuten ermöglicht haben, Objekte zu vergleichen, ohne die halbe Welt zu bereisen. Und da passt natürlich heutzutage auch die digitale Schiene mit rein. Also jetzt sind es halt nicht mehr nur Gipskopien, sondern auch andere Techniken. Und wir nehmen dann eben auch Objekte auf, auch mit dem Ziel, daraus wieder was Physisches zu generieren. So ein paar Beispiele, ich will jetzt nicht in die Details gehen. Das soll im Prinzip nur aussagen, dass wir da seit 20 Jahren dran sind mit verschiedensten Techniken. Das geht los bei analoger Fotogrammetrie, bei laserbasierten Scannern, die unglaubliche Punktraten von 1000 Punkten die Sekunde hatten, wo man heute drüber lacht. Und das geht dann weiter zu terrestrischen Laserscannern, Nahbereichscannern, SFM und so weiter. Und das ist halt ein wildes Sammelsurium von einzeln ausgewählten Objekten. Das können Einzelobjekte sein, es können aber auch Serien von Hunderten von Objekten sein, die unter einer bestimmten Idee digitalisiert wurden. Wozu Metadaten? Also natürlich, wir wollen nachweisen können, was da behandelt wurde und was da gemacht wurde. Wenn es um die Herkunft der Objekte geht, da gibt es bei uns im Haushalt eine zentrale Nachweisdatenbank, das ist eine ISEDB, wo dann die Informationen zu den Objekten drin sind. Dann geht es natürlich um die Herkunft der Daten und damit meinen wir jetzt auch eher schon, wie sind diese Datensätze, also in dem Fall die 3D-Datensätze, entstanden.
irgendwo müssen wir uns ja um Rechte kümmern, beziehungsweise die halt auch da über diese Werkzeuge oder Metadaten nachweisen können. Und was für uns auch wichtig ist, ist, dass wir aus diesen Informationen halt auch was zu Datenqualitäten sagen können. Also wie ist das entstanden? Wie belastbar ist das? Mit welchen Details kann man drin rechnen? Und so weiter. Ziel ist davon, dass wir durch diese Nachweise eben auch sicherstellen können, dass diese Daten auf eine korrekte und sinnvolle Art genutzt werden können. Und auch damit natürlich nicht nur jetzt aktuell, sondern auch eine spätere Nachnutzbarkeit. Und das ist natürlich auch da im Hinblick auf NFDI und so weiter halt ein großes Thema. Inzwischen ändern sich ja auch die Anforderungen von Fördermittelgebern, ob das jetzt DFG oder andere Institutionen sind. Beispielsweise ist, das ist auch hier verlinkt, der Umgang zu Forschungsdaten von der DFG, da gibt es auch explizit einen Fragenkatalog bzw. eine Checkliste und da steht auch drin, dass man eben seine Daten auch vernünftig mit Metadaten eben anreichern muss, damit eben diese Nachnutzung sinnvoll möglich ist. Die Metadaten zu Objekten, also das ist jetzt nur mal ein Screenshot von dieser Nachweisdatenbank. Da muss man jetzt auch nicht alle Details erkennen. Hier haben wir jetzt ein Objekt, das ist in dem Fall so eine Kombination aus Kanne und Griffschale. Ich glaube jetzt, das ist römisch. Ich hoffe, nee, das ist Frühmittelalter, Entschuldigung. Zumindest steht es da in den Metadaten drin. Und hier gibt es halt eine Liste mit irgendwelchen, also räumlich steht da was drin, zeitlich haben wir jetzt beides drin, also sowohl Frühmittelalter als auch Römerzeit, warum auch immer. Wo es vorhanden ist, was zum Material und so weiter. Also das wären diese Infos, die ich eher in diesem System drin sehe. Und jetzt speziell für die 3D-Daten, wie eben gesagt, der Link zu den realen Objekten geht in diese andere Schiene. Da wollen wir uns hier nicht weiter drum kümmern. Wenn es darum geht, geometrische Qualitäten zu beurteilen, dann muss man sich halt darum kümmern, was war das Verfahren, welche Sensoren wurden verwendet. Also beispielsweise habe ich ein SFM-Verfahren benutzt, habe ich Scanner XY benutzt, wie war der Messaufbau, ist das ein System mit mehreren Kameras, wie ist es konfiguriert, welche Umgebung hatte ich, ist das System kalibriert, ist das zum Beispiel rückführbar auf zertifizierte Referenzmaßstäbe oder Ähnliches. Das heißt, wie belastbar sind irgendwelche metrischen Angaben da drin. Interessiert mich jetzt zum Beispiel bei einem Objekt, ob das auf 5 mm die Größe entspricht oder will ich zum Beispiel sicherstellen, dass das auch besser als ein Zehntel Millimeter passt, dann ist das eine ganz andere Schiene, die ich da in der Prozesskette entsprechend bedienen muss. Welche Sensoren wurden verwendet? Beispielsweise, glaube ich, ist jedem auch klar, wenn ich bildgestützt aufnehme, dass ich einfach Unterschiede erwarten kann und muss zwischen einer digitalen Spiegelreflexkamera und einem Mobiltelefon. Aber es muss natürlich dann auch bei diesen Metadaten irgendwo sichtbar werden. Eigenschaften von 3D-Datensätzen ganz allgemein, da könnte jetzt dazu gehören, wie groß ist er, was deckt er ab, welche Art von Datensatz ist er, welche Auflösung hat er und so weiter. Ein Punkt, der nach unserem Verständnis halt im Moment noch schwierig zu handeln ist, ist, was ist eigentlich zwischendurch passiert mit diesen Datensätzen? Weil wenn ich ein kommerzielles Messsystem nehme oder auch so einen Ansatz wie Multibildverfahren und dann mit einer Software wie beispielsweise Metashape drangehe, dann passieren Prozessierungen und Modellierungen. Und dass man erstmal weiß, was ist verwendet worden, sind bestimmte Einstellungen gemacht worden, bietet mir diese Software überhaupt an, dass sie mir sagt, was sie getan hat, abgesehen davon, dass auf der Funktion irgendein Label draufsteht, wo dann draufsteht, ja, Daten glätten oder Daten optimieren oder Löcher schließen. Oder ist das ein Open-Source-Tool, wo beispielsweise auch die Parameter für Algorithmen und vielleicht auch die Algorithmen selber überhaupt bekannt sind und nachvollziehbar sind. Welche Werkzeuge wurden verwendet? Also welche Eingangsdaten habe ich? Ich habe jetzt Blender genannt als ein Beispiel, in dem Fall von einem freien Softwarepaket, wo man, glaube ich, über die Algorithmik einiges theoretisch nachschlagen kann. Aber wenn ich da jetzt Informationen rein tue, zum Beispiel ich modelliere was und ich mache das jetzt halt einen Meter groß, dann ist halt die Frage, wo kommt der Meter her? Ergibt er sich aus irgendwelchen Umgebungsbedingungen? Ist das eine historische Information, was auch immer? Und das hat ja alles Auswirkungen drauf,
wie es aussieht. Also ich erinnere mich manchmal daran, dass Leute, die zum Beispiel jetzt, nehmen wir einfach mal byzantinisch unterwegs sind, die haben irgendwas im Kopf zu Ziegelbandeinlagen und das ist für die derart selbstverständlich. Und jemand anderes, der das nicht so im Hinterkopf hat, der weiß überhaupt nicht, warum jetzt irgendwas so und so aussehen soll. Also das wäre auch wieder, auf welche Daten wird eigentlich zugegriffen? Bei den Angaben zu den Dateien selber gehören natürlich Formatbeschreibungen, Dateibeschreibungen dazu, welche Dateien sind benutzt worden, wie sind die Einheiten. Das ist auch was, was gerne weggelassen wird. Also so ein PLY-Format ist wunderbar zum Angucken, da steht aber nicht zwangsweise drin, ob das jetzt in Metern oder in Millimetern oder in Zentimetern oder in Inches oder was es sonst noch so gibt, als Einheiten verwendet. Das hier ist so eine Grafik, die im Umfeld von einer Publikation mal genutzt wurde. Also das sind so mögliche Schritte. Ich will gar nicht im Detail auf alle eingehen, aber ich habe irgendwo ein Objekt und dann passieren verschiedene Schritte wie ein Scan, eine Prozessierung und an jeder Stelle entstehen im Prinzip Metadaten. Und eigentlich müsste ich diese komplette Kette an allen Stellen bedienen und auch organisieren, um das komplett abdecken zu können. Und da sieht man schon dran, dass das halt nicht ganz trivial ist, das zu organisieren. Generelle Infos zu dem Thema, was zum Beispiel, wo es sich auch um die Dateiformate angibt, sind hier verlinkt. Also das können wir auch nachher verteilen. Die Adressen sind wahrscheinlich den Leuten, die sich damit mal beschäftigt haben, auch bekannt. Also es gibt Janus-Empfehlungen, es gibt die vom ADS, die Guide for Good Practice. Es gibt im Umfeld von CDOC auch bestimmte Ideen und Vorgaben, Modellierungen, wie man mit bestimmten Daten umgehen kann. Wenn jetzt diese Daten vorhanden sind und dann auch zugänglich gemacht werden, dann ist das ja in der Regel in irgendwelchen Repositorien oder 3D-Portalen. Hier sind jetzt als Beispiel sind ein paar aufgeführt, Adressen, wo Daten drin sind. Und da ist das, was an Metadaten angezeigt wird, sehr unterschiedlich. Also das soll auch eigentlich nur aussagen, es ist noch nicht wirklich klar, was die Leute darunter verstehen und wie detailliert man mit diesem Thema umgehen will. Ja, das Ablegen, wie gesagt, nach unserem Verständnis gibt es bislang keine etablierten Standards. Das ist teils abhängig von den verwendeten Messsystemen. Es gibt Hersteller, die automatisiert sowas machen. Es gibt andere, die haben Werkzeuge, um bestimmte Sachen zu machen. Und es gibt auch Systeme, wo ich im Prinzip innerhalb dieser Umgebung, um die Daten aufzunehmen und zu prozessieren, keine direkte Möglichkeit habe, das zu machen. Es gibt verschiedene Softwarepakete, ja, und wie gesagt, es gibt manchmal Werkzeuge, mit denen ich das unterstützen kann, Scripting-Interface, manchmal gibt es auch gar nichts dazu. Die Art und Weise, wie ich diese Metadaten jetzt beschreiben oder auch ablegen kann, haben wir jetzt mal so strukturiert. Das erste wäre eine einfache textliche Beschreibung, wo jemand halt schreibt, ich habe das und das gemacht. Das ist zwar vielleicht nicht optimal, aber es ist viel besser als gar nichts. Das nächste wäre, dass man strukturierte Daten hat, irgendwas XML, JSON-artiges, also beispielsweise bestimmte Mikroskope, auch 3D-Mikroskope von Zeiss legen nach meinem Stand automatisiert bestimmte XML-Dateien zu einzelnen Messungen ab. Es können natürlich noch dann komplexere Ansätze geben, wo dann auch eine Ontologie im Hintergrund liegt, wie welche Informationen modelliert sind, verknüpft sind. Das ist ja mit dem Ziel der Maschinenlesbarkeit und Abfragemöglichkeiten. Da spielen dann solche Sachen wie OWL als Format für eine Ontologie oder auch diese Turtles, in denen dann die einzelnen Einträge sind, eine Rolle. Es gibt auch Ansätze, bestimmte Informationen in Dateien selber abzulegen. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den EXIF-Tags in Fotos, aber auch es ist schon irgendwo anders. Da verweise ich auch gerne, ich habe gesehen, der Hubert Mara ist heute auch da, vielleicht kommt nochmal ein Link auf was von ihm. Also er hat da auch an vielen Stellen gearbeitet. Ich glaube, er legt zum Beispiel teilweise auch dann bestimmte Informationen von sich aus bei den PLY-Dateien in diesen Textbereichen ab. Aber da ist halt auch nicht immer sichergestellt, dass andere Softwarepakete die auch weiterreichen bzw. nutzen. Datenprozessierung, ja, können wir die Schritte beschreiben? Sind die Algorithmen offen? Ist es eine Blackbox? Können die Bearbeitungsschritte überhaupt irgendwie, werden die vom System auch irgendwo abgespeichert oder nicht? Also hier als Beispiel, das ist jetzt irgendwie ein Scan von einer, ich glaube, es ist eine etruskische Fibel, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Teil aus Bein. Das heißt, der erste Schritt ist ein 3D-Modell, was aus dem Scanner kommt, mit vielen Löchern in diesem unsortierten Bereich. Dann gibt es eine Variante, wo die Löcher gefüllt sind und dann als drittes auf der rechten Seite eine texturierte Version. Aber mit dem Paket, mit dem das jetzt gemacht wurde, habe ich nicht direkt die Möglichkeit, solche Schritte
zu erfassen, beziehungsweise auch die Parameter davon in irgendeiner Art und Weise zu generieren. Und im Ergebnis ist dann irgendwas da, wo ich die Zwischenschritte nicht komplett kenne. Ja, wie könnte man jetzt, wenn man in Richtung von Ontologien und Schemas geht, damit umgehen? Es gibt dann Formate, um mit Daten umzugehen. Zum Beispiel diese Lido-Geschichten sind eher für Objektbereiche im Museumsraum. Also das FIDOC-CRM ist an vielen Stellen, werden zumindest mal Basisdaten oder Strukturen davon übernommen. Es gibt da auch eine DIC-Variante, wo bestimmte Sachen drin sind. Also dieses CRM-DIC. Und dann, aber wie, hier auch nochmal das Gleiche, es ist nicht nach unserer Wahrnehmung so, dass das wirklich schon etabliert ist. Es gab dann eine Initiative, die auch da im Umfeld von i3 Mainz und RGZM stattgefunden hat. Da war die Anja aktiv, der Hubert Mahrer war auch aktiv, der auch hier dabei ist und noch zwei weitere Kollegen. Und das nennt sich 3D-CAP. Das ist also der Entwurf einer Ontologie für Beschreibung von Metadaten für die Aufnahme und Prozessierungsschritten. Und das ist bislang gemacht worden für ausgewählte Streifenlichtprojektionsaufnahmen und auch teilweise für SFM-Aufnahmen. Wir haben uns natürlich erstmal darum gekümmert, was aktuell da eingesetzt wird. Das sind in dem Fall Scanner von der Firma GOM. Das ist diese Atos-Software oder auch das Agisoft Metashape. Hier ist auch ein Link auf diese Daten drin. Das ist alles publiziert, was dazu gehört. Die Publikation, die Skripte, die Ontologien kann also jeder sich gerne anschauen. Es gibt auch andere Sachen, aber das ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so einfach, den Überblick dazu zu behalten. Und wir haben uns jetzt erstmal auf diese Sachen konzentriert. Ja, warum eine Ontologie? Also eine Ontologie, die enthält halt bestimmte Regeln dazu, wie Beziehungen zwischen einzelnen Sachen aussehen und die erlauben dann eben auch, da bestimmte Abfragen zu machen. Also die Kombination aus den einzelnen Records und dieser Ontologie soll halt dazu führen, dass diese Daten maschinenlesbar behandelt werden können und nach bestimmten Sachen eben auch abfragbar sind. Also hier das ist hier jetzt in dem Fall, wie gesagt, gemacht worden. Wir haben es jetzt bei diesen Softwarepaketen einmal für diese ältere Variante von dieser Atos-Software gemacht und für die 2016er. Es gibt natürlich inzwischen auch neuere Versionen, da sind aber die Unterschiede gering. Das ist eher jetzt ein Kompatibilitätsthema, warum wir genau diese Variante genommen haben. Aber da erwarte ich jetzt keine großen Probleme. Bei der SFM-Software haben wir mit dem Agisoft Metashape gearbeitet. Das waren auch verschiedene Versionen, wo das auch drin funktioniert hat. Da noch als Hinweis, die Pro-Version bietet ein Python-Script-Interface, mit der ich dann auch Informationen sammeln kann und auch irgendwie formatieren und ausgeben kann. Und die Standard-Version bietet das nach meinem Stand nicht an. Das heißt, da wäre man dann natürlich eben auch, hätte man wieder eine Einschränkung. Und dann ist hier noch die Bearbeitungssoftware Gigamesh aufgeführt. Das ist Software, die der Hubert Mahrer entwickelt hat. Die ist auch Open Source und frei verfügbar. Vielleicht kann er später da auch noch ein paar Sätze zu sagen. Da sind weitere Schritte umgesetzt. Da ist also auch das Thema von den Bearbeitungsschritten drin. Ist hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Das ist also eine Software, wo man mit 3D-Modellen bestimmte Bearbeitungsschritte machen kann. Aber wie gesagt, da verweise ich auf die Links bzw. auf den Hubert, der kann da besser was zu sagen als ich. Also das hier ist jetzt einfach mal so eine ganz grobe Schema, nur wie bestimmte Sachen eventuell zusammenhängen. Also es gibt irgendwo einen Sensor, der hat eine Verbindung zu diesem Capturing-Device. Dann gibt es dann Attribute, Anzahl von Referenzpunkten, wann habe ich das aufgenommen und so weiter. Das ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt daraus. Ja, in dieser Ontologie werden eben diese Begriffe und ihre semantischen Beziehungen beschrieben und Eigenschaften festgelegt. Wie eben schon gesagt, orientiert sich das aktuell eben an einer ausgewählten Auswahl oder einer Auswahl von Verfahren und Paketen. Das ist nicht vollständig und auch die Definition von Begriffen und so weiter ist auch nicht abgeschlossen. Aber es ist halt mal ein Aufschlag. So eine Ontologie kann man dann mit Werkzeugen erstmal erstellen und auch irgendwie angucken, bearbeiten. Für diejenigen, die in dem Gebiet schon mal was gemacht haben, da ist Protégé als Viewer für die Erstellung und auch dieses Anschauen halt Software, mit der man solche Sachen machen kann. Hier als Beispiel ist dann eine Entity eine Kalibrierung drin und wenn ich dann bei der Kalibrierung, bei dem Objekt dann halt nachgucke, stehen bestimmte Eigenschaften da drin, zum Beispiel irgendwie
das Volumen, in dem diese Kalibrierung gilt, irgendwelche Daten zu den Ecken und so weiter, was zu den Abweichungen von den Referenzmaßen und solche Punkte kann man dann in diesem System halt abbilden. Hier jetzt ein kurzer Blick auf diese, das ist jetzt das Interface von diesem Scanner, das heißt, man sieht da in der Mitte jetzt ein paar Referenzpunkte, ganz klein in der Mitte auch das 3D-Objekt und von außenrum einfach die Positionen, von wo der Scanner eine Aufnahme gemacht hat. Und auf der rechten Seite sind jetzt gewisse Metadaten zu dem einzelnen Scan drin, also es ist halt ein Scan, der hat dann eine bestimmte Anzahl von Referenzpunkten und so weiter. Also das wären die Informationen, die dieses System intern hat, um die Messungen zu beschreiben, und die können dann eben auch mit diesem Skript abgegriffen werden und strukturiert ausgegeben werden. Ähnlich sieht das halt bei Agisoft aus, für die, die das schon mal gesehen haben. Wir haben jetzt hier da zwei Chunks gemerged und damit ist ein Objekt aufgenommen worden. Und es gibt Properties jetzt für diesen Chunk, irgendwas zur Anzahl von den Punkten, wie die entstanden sind, wie groß eine Dateigröße ist, ob Farben vorhanden sind, Tiefenkarten und also Informationen dazu, wie das entstanden ist und was dabei eingestellt war. Und das wäre also ähnlich, wenn ich dieses in dem Fall mit dem Python-Interface halt Skripte laufen lassen kann, kann ich die Informationen abgreifen und also dann auf diese Strukturen von der Ontologie mappen und dann eben auch ausgeben. Das kann jetzt beispielsweise dann, also die Skripte im Moment, die generieren dann halt JSON-Dateien und Turtle-Dateien, und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass in diesem oder über die Verbindung von dem einzelnen Messdatensatz und dieser Ontologie und den Strukturen dann zum Beispiel hinterlegt ist, dass eine bestimmte Eigenschaft, wie in dem Fall zum Beispiel der Sensortyp, der hat einen bestimmten Namen, oder auch das Kalibrierobjekt hat eben auch bestimmte Eigenschaften, und da ist dann auch ein Verweis drauf, dass es halt um Einheiten geht, also hier zum Beispiel diese Measuring Volume Length, und die ist dann auch, da ist ein Verweis drauf auf eine Ontologie of Units, das heißt, da ist dann auch ein Verweis drauf, wo die Definition von bestimmten Sachen hinterlegt ist, um halt diese Verknüpfung zu ermöglichen. Das ist natürlich ein bisschen abschreckend für viele Leute, aber das muss ja auch nicht jeder sich angucken. Es kann ja mit anderen Werkzeugen dann eben bearbeitet werden. Hier jetzt nochmal der Blick einfach auf eine Kalibrierung in dem Fall, und da stehen dann diese Detailinformationen drin. Also hier ist jetzt, sind diese Turtles eben dann geöffnet worden. Das kann man auch mit diesem Protégé machen. Also ich kann damit auch auf die Daten zugreifen. Der nächste Schritt, wenn ich jetzt mit Turtles und sowas unterwegs bin, das wäre eben, dass ich das auch entsprechend in einer Datensammlung ablege. Da bietet sich so eine Graph-Datenbank beziehungsweise ein Store dafür ab. Und dann kann man auch, wenn man das jetzt beherrscht, über diese sogenannte Sparkle-Programmier- oder beziehungsweise Abfragesprache dann auch solche Abfragen machen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit SQL, ist aber nicht halt dieses relationale Datenmodell, sondern dieses andere hier dahinter. Und dann kann ich dann zum Beispiel auch solche Abfragen machen, welche Sensortypen wurden da verwendet, wo wurde der verwendet und so weiter. Das heißt, hier, das wäre dann die Benutzerschnittstelle, um dann aus diesem ganzen Datenboost auch die Sachen strukturiert abfragen zu können. Der Status, wie gesagt, die Ontologie ist bislang nicht vollständig. Erweiterungen sind da sehr willkommen. Also wir haben bislang auch diese Skripte nur für die bei uns eingesetzte Software entwickelt. Das Mapping für die Agisoft-Geschichten ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn sich da jemand berufen und genötigt sieht, sich zu beteiligen, da ist jeder gerne willkommen. Also um sowohl jetzt die Struktur als auszubauen und vielleicht auch zu vervollständigen, als auch dann eine größere Sammlung von Werkzeugen zu haben, um es halt den möglichen Nutzern zu erleichtern, die Sachen einzusetzen. Also wir setzen es bislang auch noch nicht flächendeckend ein in Beispielen. Wir bemühen uns bei Objekten, die wir jetzt aufnehmen, das dann auch entsprechend zu generieren. Wir haben auch größere Serien gemacht. Also in der kleinen Übersicht war drin, da gab es eine Serie von 400 afrikanischen Sigillata-Objekten. Da liegen natürlich, das kann man ja dann auch automatisieren mit diesem Skript, da liegen die Daten natürlich komplett vor. Wir haben auch eine Serie von 800 Holzproben mehrfach aufgenommen. Also dafür haben wir das auch komplett abgeschlossen. Aber es ist, wie gesagt, auch bei uns nicht abgeschlossen, dieses Thema, oder nicht komplett erledigt. Aber das hier ist der aktuelle
Bearbeitungsstand, den wir da bislang erreichen konnten. Und ich hatte es auch erwähnt und man sieht es ja auch immer an den Logos hier, das ist jetzt schon auch eine Kooperationsgeschichte. Also als Fazit, wir hatten eben auch NFDI genannt, also deswegen auch hier nochmal der Link auf die oder der Verweis auf NFDI generell, auf dieses NFDI Culture Forum. Eben ist auch NFDI for Objects genannt worden. Also unser Haus ist auch Mitantragsteller oder Co-Applicant oder wie immer die jetzt im Moment genau heißen, für NFDI for Objects. Und wir sind auch zuversichtlich, dass da demnächst hoffentlich positive Entscheidungen kommen. Informationen zu offenen Dateiformaten sind prinzipiell verfügbar. Etablierte Standards für Metadaten sind noch nicht in der Praxis realisiert. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, was zu machen, würde ich nur raten, aktiv Metadaten erstellen oder auch einfordern, selbst wenn die noch nicht allen Regeln, die irgendwann erfunden werden, dann auch entsprechen können. Wie man es machen kann, war das jetzt ein Aufschlag. Aus meiner Sicht ein besonderes Problem ist halt, diese Prozessierung und Bearbeitung nachvollziehbar zu machen. Das ist bei den hier beschriebenen Punkten, wo es um die Dokumentation bzw. Vermessung geht, ist das schon ein großes Thema. Ich glaube, das wird noch stärker bei der Modellierung von Daten. Das ist bestimmt was, wo wir im zweiten Beitrag eher was zu hören. Also eine weitere Zusammenarbeit ist erforderlich, um da halt irgendwie weiterzukommen. Und damit bin ich auch schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, lieber Guido. Wir danken dir für diesen tollen Überblick. Gibt es Fragen? Also mit Sicherheit gibt es Fragen. Gibt es sehr dringende Fragen, die sofort geklärt werden sollten? Oder wollen wir erst den, sonst würden wir erst den zweiten Werkstattbericht hören? Robert, ich würde nur eine kurze Bemerkung machen. Ich habe leider noch einen Anschlusstermin. Das heißt, ich muss irgendwie schon so um 10 vor oder sowas weg. Also wenn jetzt direkt für mich was wäre, vielleicht auch jetzt. Ansonsten die Anja, die bleibt aber auch den kompletten Termin da und die kennt natürlich das Thema auch. Sonst löchern wir dich gerne auch beim nächsten Mal, ja. Ja, nur zu. Martin. Hat auf jeden Fall ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht, also ich schiebe das mal auf später, aber ich sage es jetzt einfach mal damit als Lesezeichen. Standardisierungsarbeit ist unheimlich kompliziert und mühsam und auch größtenteils unbefriedigend. Aber wir wollten ja sowieso nochmal eine Diskussion zu Standards machen, weil dann, ich hätte jetzt eher ein paar Anekdoten und einen Standpunkt als eine Frage hier dazu. Also was ich nur sagen wollte, die Standardisierungsdiskussion sollten wir auf alle Fälle fortsetzen und das ist natürlich ein hochinteressanter Ansatz gewesen. Aber vielleicht dann später, bevor es, ja. Auch ich habe einige Sachen, also Beurteilung von Datenqualität zum Beispiel, das war aber auch wieder ein eigenes Thema und aber schön, dass du im Fazit auch gesagt hast, sammeln, einfach Metadaten sammeln und ob sie dann später gebraucht werden oder nicht, das ist dann das nächste Jahr. Aber erstmal noch Nina, bitte. Ja, also vielen, vielen Dank für den tollen Überblick. Das war ganz spannend und wir sind da selber ein bisschen dran, leider mit etwas weniger Man- und Woman-Power bei uns in Passau. Deswegen die ganz direkte, freche Frage, ob man da bei euch vielleicht auch was abgreifen könnte, ob zum Beispiel diese Python-Skripte, ja, wir arbeiten natürlich auch mit Agisoft Metashape, ob da schon was da ist, mit dem wir arbeiten könnten. Das einfach auch mal vielleicht als Use Case für euch. Von meiner Seite sehr gerne, da kann Anja vielleicht eher was dazu sagen. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Python, also die Skripte für Athos sind auch schon irgendwo publiziert. Ich weiß gar nicht genau, wo sie jetzt liegen. Und von Athos, die sind noch in Arbeit, aber die könnt ihr natürlich gerne haben. Das soll alles freigegeben werden. Aber Anja, das weißt du besser. Ja, genau. Ja, also Agisoft Metashape sind noch nicht veröffentlicht. Aber wir können uns ja einfach mal austauschen per E-Mail, wo wir das irgendwie vielleicht zusammen ablegen können oder so. Kein Problem. Ja, toll, vielen Dank. Dann komme ich einfach per Mail auf euch zu. Ich habe nämlich noch eine zweite Frage. Wir arbeiten auch mit Terra Sigillata. Also vielleicht könnte man da auch die Metadaten austauschen und sich dann ergänzen. Wir haben nämlich nicht nordafrikanische, sondern eben gallische Terra Sigillata und man könnte das ja vielleicht ein Stück weit ergänzen. Ja, ja.
Sehr gerne. Ja, perfekt. Okay, dann sehe ich keine gehobene Hand. Dann würde ich gleich, jetzt würde ich natürlich in, also auf Englisch switchen. Igor Bajena is a PhD student at the University of Bologna in cooperation with Hochschule Mainz, like Guido said, where he is conducting the research about the infrastructure for documentation and publication of digital 3D reconstruction. Currently, he is also collaborating in the project DFG Viewer 3D Infrastructure for Digital 3D Reconstructions, where he is responsible for requirements for the metadata for the web-based visualization, identification, and description of the 3D models in the viewer. I'm very pleased that you are available for this report at such short notice. Thank you very much for the introduction. Do you see my screen now? Yes. Okay, perfect. So I will talk about the metadata documentation scheme for digital 3D reconstruction, which we developed under DFG 3D Viewer project. So firstly, I will talk shortly about the project, which is for infrastructure for digital 3D reconstruction. There are three different institutions involved into that project: University of Vienna, Saxon Sage and University Library Dresden SLU, and also Hochschule Mainz University of Applied Science. The main goal of this project is to create a web-based viewer in the form of the minimal effort plugin for any environment where data sets which will be used. This plugin will be connected with the main web page of the viewer, where all data sets will be indexed, and the data sets from the decentralized library repositories will be indexed and displayed in the centralized browser service. And as a result, user will be provided with the uniform interface for the viewing digitized media. However, with viewer plugin is not only part of the project. The other one is the development of the low threshold requirements for the metadata, for the web-based visualization and identification and description of the 3D models in the viewer. Here we can see a mockup prepared on the basis of the one of the first attempts on our metadata documentation scheme. The first step for development of our documentation schema was to analyze existing 3D repositories on the markets, which was some of the most popular one. And here we can see the screenshot of the entry in the 3D warehouse repository, where we tried to identify what kind of data are available on this website. And we identified five different types of data: metadata, long descriptions, external links, possibility of downloads, and also relations to other entries on the website. And based on this analysis, we create the table to identify what kind of information we can find on different kinds of repositories. For analysis, we took four institutional and four commercial repositories, and we found out that institutional repositories are more concerned about the descriptive metadata about the object which is presented on the 3D model, while the commercial repositories are more concerned about the technical aspects of the 3D model. So actually the perfect repository should somehow combine those two approaches. From this point, we looked closer to the process of the creation of digital reconstruction models to find out how to document it properly. We distinguished three main elements in the process. So the first one is the real objects, which needs to be, of course, identified.
Then we have the 3D model, which could be described in the terms of creation and the publication. And of course, behind it, we have the whole research process, which shows relation between real object and their 3D representation. After it, we tried to write down on the paper the metadata with kind of a grouping of them. And here we have the first shot of it. This scheme was the base to create another scheme, which introduced anti-pseudo-3D ontology, which was designed for the describing 3D reconstruction based on the CDOX conceptual reference model, and create a data model behind our documentation fields, make it possible that published data in our repository will be readable not only for humans, but also for machines. And the final step was implementation of this documentation schema in the repository. The whole workflow behind this is divided on, we can say, three different steps. The first one is the formula which user of the repository needs to fill in manually by hand. The second step is about the modules, so all actions which are happening in the background during the saving the data. Here are the some processes of automatization and also of retrieving the data from the external sources. And the final step is the view, so how the informations are shown in the repository. So now we will look a bit closer on the example of the workflow scheme. So on the left side, we have the information which are need to be typed by user manually. And we can see that some of the information, like for example, from the author, we have two roles. The one is when the user type in all information manually, but the second one, which is still under the development, we want to introduce the solution where user can type only ID of ORCID. ORCID ID is a kind of identificator for scientists. And thanks to this ID, we can retrieve data about the name of the author and their affiliation. So thanks to it, we have this data saved in the better way. And now we will focus on the front end of the repository. So actually, what kind of metadata we want to show at the end of the entry. So first of all, we have the 3D model title, which is created automatically based on the other provided information by the user. And then we have the 3D model view. So this is the view of the file which will be uploaded by the user. And here we have the set of the 3D metadata, which will be read directly from the model. So original extension name of the loaded file, number of vertices and faces, and also hierarchy of the model if it was implemented. Maybe I should also talk shortly about the legend. So different colors means different types of the file. In the type, we have files, images, lists, links, long text, short text, and also geofield, which is related to the location. And also we have some grouping, so bundles of different fields which are grouped in the one topic. And coming back to the scheme with the red color, we have the previous which we want to create automatically from the uploaded file. Then we have sort of the classification of the first instance model representation. This is still the topic of the research, but we want to distinguish three main representation of the model related to the how the geometry is shown and distinguished
representations right now are the mathematical one, polygonal one, and mixed one. Then we have the description of the model, so the field which is only could be readable by human. The machines cannot retrieve anything from this field, but it could be very helpful for better understanding of the for humans. And then we have some more fields related to the directly to the 3D model, so reconstructed period as a field which shows the relation between the 3D model and its digital representation. And then two other files. One is the native file of the format, native file of the 3D model, and also documentation if it exists, and informations about the publication, so publisher based on the account of the user who uploaded the data, and also publication date. The next set of the information are related to the copyright. So on which terms model is shared and who has the rights to use it. And in the copyright group, we have the information about the license and also author who created the model and also holder of the rights as an institution. Person and organization are identified in our system also through some identifiers. And in case of the people, as I said before, we want to use ORCID ID. And in case of the organization, we want to use VF ID. The next bundle is related to the creation of the model. And in this process, we want to document the information about which software was used to create the data, what kind of modeling technique was used. And also we want to name all participants in the project with their specific role. And in this case, we are not talking only about the modelers or people who work on the textures, but also about the people who give scientific advices, or also people who documented the sources for the digital reconstruction. And the last field here is the time span of the model creation. The next group is concerned about information about the object, which is shown on the 3D model. And the first field is the type of the object. So again, kind of the classification which can help later filter through the models in the repository. And then we have some information, basic information like name and also alternative names of the object if they exist. Alternative names has also option to add the language in which the name is presented. Then information about the location of the object based on the latitude and longitude. And thanks to it, we can get the location of the object on the map and also name of the city and country where the object is located. Then we can add some information about historical relations of the objects. And we can mention here all persons which or groups which were related to the object, for example, founders or architects. And also we have possibility of adding historical events like construction of the building, demolition of the building, or any other historical events which could be important for the object. And we have also some references through links to Wikidata and Wikipedia, which can help us better identifying the object. And the last bundle of information is the bundle about the project, research project. If the model was part of the bigger project. And here we have the information about the title of the project and short title called, in our case, acronym. Then website of the project, if it exists. Purposes, so why the project was conducted. And by purposes, I mean here, for example, the seminars with the students, or for example, exhibition at the museum or any other. The next field is outcome of the project. So
what is expected final product of the project. It could be 3D print, it could be animation, it could be rendering. We want to distinguish these things because final product also required a bit different approach during the process of creation of the model. Then we have the project description and again time span of the project. And the last thing in this bundle is all participants, but here as organizations. And the last thing which I want to talk about is the minimal effort metadata scheme. So from this full schema, we started to think what kind of information would be necessary if we want to describe our model in minimal way. And we assume the scenario where the person who is uploading the model is not part of any scientific community and creating models of their own, and what kind of fields this kind of person could fill in the repository. So of course, model title and the view of the interviewer need to stay the same. The actual 3D metadata, which is required, is only original extension. We need one preview for the for showing the entry in our overview of the models. Then the model description is also staying, while the model representation could be not filled. The other important field, which is mandatory, is reconstructed period. Why is the only field which showing right now the relation between the digital object and its real object? The very important group is the model copyright. Like I said, this is the field which explain on which terms we can use the model. So here we have the information about the license and the author as a person as the minimal thing which we need to defeal the holder. So organization is not not available in every case of the model creation. Information about the model created creation itself we distinguished as not necessary to field in the minimal case. Then we have the information about the object. So the name of the object is of course important. Its type also for the filtering purposes and the location to make sure that we know about which object we are talking about in case if the two objects have the same name, but they are showing up in different locations. Then informations about the project native file and documentation could be disabled. And information which we also want to have at the end is the publisher and the publication date. And that would be all from my side. Thank you for your attention and feel free to ask any question. Yeah, dear Igor, thank you for the great overview. The development of the schemes and identification and detailed listing of the different data types and fields is excellent. Yeah, who has questions for Igor? Mach mal, Martin. Yes, thank you very much. This looks really interesting and promising, Igor. And I guess my question also concerns the first talk. I have no practical idea what's happening there, but there is a IIIF 3D standardization group or group thinking about making integrating 3D models into the IIIF framework. I have no idea how they talk about metadata and
metadata about 3D objects. Do you have any insight into that group, or did you, does it, is it in any way connected to the DFG viewer project? Because I think they are both trying to achieve the same. While they try to define an international standard, you are, as far as I get it, looking into a concrete implementation. But is there any connection or talk or any discourse going on? So I am not really sure about this specific one, but I know that our coordinators of the projects are in the contact with at least a few different projects which are also working about the metadata for the 3D models right now. We are in the contact with a team of IDOVIR project from Darmstadt and with the NFT for culture. I also think in last weeks we started the talk with Digital Bau, if I am correct. So there is for sure some cooperation between our projects, and we want to develop something together in next month, but it's in very initial phase, I would say. So I will post the link into the chat of the IIIF, and they have also, they are quite open. They have all their discussions open in Google Drive, and I think it's also on the webpage. So this is, exactly, this is an international discussion. And I know that people, you know, from Sketchfab, from Google, from British Museum, from MorphoSource, from the big 3D projects in the national history are also involved. So I just think, yeah, I always wanted to be a little bit more active there. They are meeting regularly and they want to become a technical specification group. I think this is just something we probably have to, we all have to, you know, keep our eye on what's happening there, because they are really, as far as I got it, they are discussing currently use cases. How do you really, what are the different use cases of presenting 3D on the web in connection to cultural heritage or heritage collections in any way? Okay, thank you. Thank you very much. It sounds very stressing. Sorry. Please go on. What was the name of the Darmstadt group or project? IDOVIR. IDOVIR. Okay, thank you. So, another question. The 3D viewer, what is it on, you know, on what is the end goal? Do you want to provide something like the DFG viewer for two-dimensional objects? You know, I think that was a plug-in of Typo 3, but I'm not sure. Can you say a little bit more about that? So the viewer, it would be the plugin for the repository, which you can install, and then you will have the possibility of viewing your 3D model after upload it in the browser. And it should be working also like the Sketchfab, that the repositories could also just put the link and embedded the viewer in their own, on their website. So it will be a hosted offering, and I can put like an iframe or something like that. Yes, we also consider this possibility. Oh, okay. So it's still in the works. Yes, it's still in the work. Right now we are working on the solution where the whole data will be stored on the repository side. But we also start to talk about developing this iframe embedding. So probably this solution will be also available. And will be this something like a JSON file or to store the metadata? I am not sure about it yet. Okay, so that is also in the books. Okay, thank you. Thank you for the question.
Okay, ich glaube, es sind keine weiteren Fragen. Na doch, ich. Frag. I could have Frag. Another question. That's not a question, but you know, that's the, you know, the bookmark I wanted to put in at first. If there are no specific questions, I think what really, well, I have been involved in metadata standard work now since 2014, and I'm not a traditional meta standard guy. I'm more a practical guy. You know, take some data, make some things about it, and be happy. And then I started to get involved in the LIDO, LIDO standardization process, and this is kind of a bit frustrating. So you have an actual standard, which is kind of a bit used, kind of not. A lot of people complain about it. Like myself, I complain. One of the biggest critics of LIDO is myself. So, but then you are involved in the work and you start to work on the metadata standard. And there's a little bit of a problem. How should you develop a metadata standard? So I think there are three ways. I have lived with two, which are not ideal. And then there's a third one, which maybe is the ideal one. The first one is that you come from a theoretical categorical standpoint. You think about the world, the world is structured like this, so the standard should be like that. But there are in the group 10 different people with 10 different worldviews, and you discuss for 2-3 years about the world and how you would formalize this world in a standard. And then after a lot of discussions and work, you have your new elements and your new descriptions and your new definitions, and you tell the world, we have new definitions, great new elements, and nobody is using them because they don't meet the use cases of the people. So that is frustration number one. Frustration number two is people come to the working group and say, we need this in our museum. And because you're happy that somebody needs something, you give them their element and give them their definition. And suddenly from 2 or 3 specific use cases, you make new things into the standard. And those two actors are happy about it, but nobody else is really using that. So it's also not kind of a metadata standard. So what I was trying to come to is that I think I have never experienced it personally, but I think IIIF is a good example of a big community coming together and doing a standard, and now everybody is using it. So I'm quite impressed about how IIIF is the standard now for presenting media and digital images on the web. So I think what is really important is that standard development comes from the needs and the uses of the things, and it should come from a big practical community. So that a lot of people come and just say what they need. You know, they don't have to, you know, make the big standard decision at the beginning, but they should meet and there should really, and it's more, much more easier, I think, to make a standard when you really know what you need. Because you can make a big standard like CDOC CRM, a very complicated standard, but when only subsets are used, it's too, you know, too big, too complicated as a data model. So, and like Igor, in your presentation, you had a lot of, you know, fields, and each field could have its own structured description, like project and, you know, use cases and so on. So theoretically, you can put a lot of things into a standard or into an application or a reference application. But it's always the question, how do we get those things that are actually needed? So I think that's an ongoing process, and I think it should always involve a big user community and a focused user community, like maybe this working group, from, you know, to get the use cases and get the things. So that was my statement, Sunday evening statement.